Guten Tag, mein Name ist Torben und ihr seht Diffus. Ich gehe heute campen. Das Ganze mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe mir Schmidt dazu eingeladen. Schmidt hat gerade sein Debütalbum Universum regelt veröffentlicht und darüber werden wir heute sprechen. Was sonst noch so passiert, schauen wir mal. Ich hasse campen, also beste Voraussetzungen. Let's go. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich vorhin in meiner Anmoderation gar nicht gesagt habe, dass wir mit einem Boot zu dem Campingplatz fahren, auf dem wir campen, sondern ja, das einfach ausgelassen habe und random auf einem Steg rumstand und das erzählt habe. Ja. Überraschung, wir fahren Boot. Wann warst du das letzte Mal auf dem Boot und wann warst du das letzte Mal campen? Beides ewig her. Ich glaube, auf einem Boot war ich einmal vor 2 Jahren und sonst eigentlich nie. Ich bin gar nicht so ein Bootmensch bis hier gewesen. Jetzt aber. Jetzt vielleicht für immer. Sehr gut. Ich habe so überlegt, als wir hierher gefahren sind, Bootfahren entspannt mich immer total. Ich kann dabei total abschalten. Bei was kannst denn du abschalten? Das ist schon echt immer Natur, irgendwie Mobilfunkgeräte nicht dabei zu haben. Und man sagt ja irgendwie, Wasser hat immer so eine beruhigende Wirkung. Das glaube ich irgendwie so auch. Orte am Wasser sind immer krass. Wald aber auch. Mag ich. Das finde ich auch sehr gut. Hast du deshalb auch, also du hast ja vorgeschlagen, dass wir campen gehen. Die Idee kam nicht von uns, Leute. Das ist deine Idee gewesen. Und man muss dazu sagen, wir gehen nicht fake campen, also bis die Nacht anbricht und dann cut, sondern wir machen das richtig. Echt? Oh, sorry, cut. Nee, aber ist campen so, magst du das gerne? Nee, gar nicht. Ich auch nicht. Ehrlich gesagt, ich mag Natur, das war keine Lüge, aber ich mag campen gar nicht gerne, weil man kann in Deutschland nur dann campen, wenn es um 3.30 Uhr anfängt hell zu werden und um 4 Uhr die Vögel irgendwie richtig krass anschreien und man nicht mehr schlafen kann. Und dann so, natürlich versucht man meistens noch irgendeinen miesen Kater irgendwie sich wegzupennen und das wird dann aber irgendwie ab 8 unmöglich, wenn die Sonne anfängt auf das Zelt zu ballern und dann erstickt man und davor, alles schlimm. Davor habe ich auch am meisten Angst, muss ich sagen. Alles feucht und klamm und schlimm. So. Und aber wenn es nicht klamm ist, dann ist es halt heiß und es ist tödlich. Ich finde, wir haben es eben auch schon mal kurz auf dem Weg hierher gehabt. Mai ist die beste Zeit, deswegen hoffe ich, dass es heute gut wird, weil meine Camping-Erfahrungen sind einfach fast ausschließlich geprägt von Festival-Camping. Ja. Und das hassen wir. Das mögen wir nicht so gerne. Das einzig Gute an Festival-Camping ist, man muss bei Camping immer aufräumen und man sollte schauen, dass man so schnell wie möglich wegkommt, damit es die Letzten, die hinterbleiben, tun müssen. Das stimmt. Ey, lass mal weiterfahren zu dem Campingplatz und mal gucken, was der so zu bieten hat. Wir sind unbedingt. Ich erwarte akkurat gestutzte Hecken. Glamping erwartest du? Wir sind nämlich, kann man dazu sagen, in der Nähe von Köpenick. Wir fahren nach Wernsdorf. Ich bin sehr gespannt, wie Wernsdorf ist. Wir gucken. Angekommen. Wir müssen jetzt unser Zelt aufbauen, Leute. Ich habe richtig Bock. Kannst du das Zelt aufbauen? Mega gut. Geil. Glücklicher Zufall, dass du ausgerechnet mich dabei hast, der ich mich sehr gut mit Zelten auskenne. Ich auch. Nicht wirklich, oder? Nee. Nee, ich auch nicht. Guckt uns zu, wie wir gleich Zelt aufbauen. Wir haben Zelte. 2 an der Zahl. Bin gespannt. Ich glaube, die bauen sich nicht von selbst auf. Schade. Das A-Pinatz 3 klingt aber so futuristisch. Wir bauen dieses Zelt hier jetzt auf. Let's go. Ich habe es einfach so unter Kontrolle. Oh, das sind mehrere Stangen. Ich ahne, dass das hier bei mir nichts wird. Jetzt hast du gemerkt, ne? Jetzt geht's los. Das muss so aussehen. Das ist doch einfach ein Scheiß, Alter. Vorsicht, Turm, ein Habicht! Dort! Dort! Siehst du ihn nicht? Bin mir sicher, dass mir das eine halbe bis eine ganze Sekunde Zeit geschenkt hat. Jetzt frage ich mich nur, was außen und was innen ist.
Das ist doch jetzt nicht dein scheiß Ernst, dass das einfach schon steht. Ich bin ja auch jetzt schon wieder durch mit dem Competition-Ding. Ich kann sowas nicht. Es ist genau das eingetreten, vor dem ich einfach panisch Angst hatte. Ja, verstehe ich. Dass es genau so aussieht. Ende, das haben wir gemacht. Ich. Geklippt, habe ich gemacht. Drüber, gemacht. Drüber, das verstehe ich nicht. Sieht so gemütlich aus. Es ist einfach so gemütlich. Wo soll das denn hin? Du bist schon lange fertig, ne? Ja, ein bisschen TikTok. Boostet die sich von selbst auf? Ja. Wir gehen gleich noch eine Runde schwimmen. Wir haben so viel Zeit übrig. Ich habe einen Ball gefunden dafür. Echter Original Chuck It. Ey, wenn dieses Zelt über Nacht wegfliegt, ne? Du liegst da drin, kann gar nicht wegfliegen. Heißt jetzt wirklich, wollte ich genial sein und so einen Stein als Hammer nutzen. Die ist natürlich viel zu groß. Funktioniert aber krass. Wieder auf den Stein getroffen. Ich weiß nicht, wie du das so knotenmäßig gelöst hast. Du machst eine kleine Schlaufe, sehen wir hier. Ich weiß nicht mal, wie eine Schlaufe geht. Wie geht eine Schlaufe? Dann geht der Frosch aus dem Teich um den Baum rum und wieder rein. Und dann ist fest ein nicht zuziehendes Auge. Kannst du den Frosch nochmal um den Teich jagen? Sind wir damit zufrieden? Ich bin die ganze Zeit schon zufrieden, schon seit relativ lange. Gut, komm, wir legen da die Sachen rein. Oh nee, ist alles falsch. Für die Fuß reicht's. Ich glaube, ich habe noch nie so spät ein Interview gemacht. Es ist 23 Uhr. Beziehungsweise ich habe eh noch nie vor der Kamera ein Interview gemacht. Von daher alles neu. Wirklich? Ja, ist echt so. Krass. Ja. Wir haben jetzt gegessen. Ich war sehr hangry, muss ich sagen. Jetzt bin ich sehr, sehr froh. Wir sind hier viel zu spät angekommen, natürlich. Aber die netten Menschen von dem Restaurant und Campingplatz haben uns noch Speis und Trank serviert. So ist es. Was ich die ganze Zeit auf dem Weg hierher gedacht habe, wir sind ja an vielen so kleinen Ortschaften vorbeigefahren. Und das ist vielleicht so eine Sache, die uns ja beide verbindet, weil wir beide so aus so einer Kleinstadt ähnlichen... Nur wesentlich weniger pittoresk, muss ich zugeben. Ja, das stimmt. Man kann ja doch auch einiges machen, so Knabenchor und so weiter. Und hast du gemacht, ne? Ja, voll. Ja. Seine Zukunft ruinieren kann man auch sehr gut in der Großstadt. Man wirft dem Land immer so vor, dass da eigentlich so wenig geht, dass man sich eigentlich nur volllaufen lassen kann, wenn man Jugendlicher wird. Aber das kann man sehr gut auch in Berlin. Insofern kommt immer ein bisschen darauf an, wie man so konstituiert ist, ne? Das stimmt. Ich meine, das findet ja auf deinem Album auch immer wieder so ein bisschen statt, ne? Egal ob in Bums, was dann, du hast es eben schon so angedeutet, dass man irgendwie ein bisschen Rausch kannst du ja im Dorf gut haben, aber kann man auch in der Stadt gut haben. Keiner von den Quarterbacks ist dann ja ein bisschen so diese Coming-of-Age-Loser-Gewinner-Story, wie auch immer. Aber wenn du jetzt zurückguckst, was würdest du sagen, was für ein Typ warst denn du damals? Warst du ein Loser? Warst du ein Gewinnertyp so? Ich glaube, es gibt es kaum, dass man nur das eine oder das andere ist. Ich glaube, in jedem Quarterback steckt auch jemand, der sich unsicher ist. Sonst würde er auch nicht auf so Stereotypen zurückgreifen oder auf, weiß ich nicht, Marken oder klassische Coolness-Konzepte irgendwie. Und ich glaube, das war ich auch. Ich war auf jeden Fall ein Kiffer, ein Bully, Besowski. Aber auch ein Opfer und ziemlich alles mal. Natürlich immer auf seine Weise ist man das. Natürlich hat auch alles, jedes Extrem irgendwie so seine Grenzen. Also ich bin jetzt, glaube ich, nicht unbedingt ein Hurensohn gewesen. Aber auf jeden Fall, man hat schon auf jeden Fall beide Seiten gesehen. Hurensohn darf man nicht sagen. Das ist okay. Das piepen wir. In Songs darf man das sagen. Hast du dafür Shit gekriegt?
Nee, noch nicht. Ich habe mit viel mehr Shit gerechnet. Ich habe mich da innerlich so drauf eingestellt und dann war ich fast enttäuscht, dass es nicht passiert ist, weil ich das auch irgendwie hypokritisch finde. Ich meine, wenn man sich jetzt vorstellt, dass in Serien nur noch vegane, antirassistische Superfeministen irgendwie stattfinden, weil man einfach alle anderen Arten von Mensch, die es gibt, nicht mehr da haben möchte, weil sie immer auch ein Beispiel sind für Existenz als Mensch und man das nicht unterstützen möchte, dann wäre das irgendwie heuchlerisch und dann irgendwie bereitet das irgendwie auch Kids nicht auf eine Konfrontation mit all dieser Hässlichkeit irgendwie vor. Also was Rap auf jeden Fall und der Siegeszug, den Rap auch irgendwie ja gefeiert hat in Deutschland und der Welt, in Popmusik importiert hat, ist ja, dass das lyrische Ich gleichgesetzt ist oft mit dem Protagonisten im Song und so. Das ist bei mir halt nicht so. Ich singe zum Teil fiktive Geschichten. Vielleicht singe ich irgendwann auch mal aus Sicht einer Cola-Dose oder einer Transperson. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall kann alles passieren, weiß man nicht. Ich habe tatsächlich auch, also es ist witzig, dass du das sagst, oder das merkt man ja auch deinen Songs irgendwie an, dass du auch gar nicht so viel Bock hast, so viel über dich zu reden. Ist das was dich gar nicht so interessiert, so über dich zu sprechen? Tatsächlich nicht. Also sagte er fast am Lagerfeuer sitzend beim Camping. Aber tatsächlich finde ich, man hat als Musiker die Möglichkeit, ein bisschen Magie zu erzeugen, in einer sehr banalen Welt eigentlich. Man kann Texte schreiben und man kann Effekte benutzen und man kann damit wirklich Traumwelten bauen. So kitschig das auch klingt, aber es ist möglich, irgendwie damit irgendwie fast schon metaphysisch unterwegs zu sein. Und warum soll man sich diese Traumwelten dann mit Banalitäten wie seiner Schulgröße oder was man gerne isst, irgendwie kaputt machen, weißt du? Deswegen habe ich mich einfach immer instinktiv davor gescheut, irgendwie darüber zu sprechen, wer ich sonst noch so bin. Was so für mich über allem schwebt, ist irgendwie dieses Kaputte. Also das ist fast für mich, was bei mir so angekommen ist, so ein bisschen das zentrale Thema fast von dem Album. Ich meine, klar, es gibt so diesen Mach kaputt mit Chemo, aber auch da gibt es irgendwie kaputte Liebe und so. Ja, also ich mag schon Kaputtheit. Ich glaube, ich bin mit dem Wort erstmal fertig nach dem Album. Ich muss mir so ein paar Worte wieder verbieten nach dem Album, aber auf jeden Fall war es wichtig, um einen Punkt zu machen. Also zumindest ist es in unserer Gesellschaft so, dass wir oft den Tod wegblenden, die Zerstörung gerne ausblenden, ein Ende der Party und so weiter. Und auch das Verlieren. Und ich finde aber, wenn man das Verlieren immer wegblendet, dann blendet man auch das, was man dafür zurückkriegt, irgendwie aus. Und ich finde, Niederlagen können sehr große Ratgeber oder Lehrer sein und deswegen singe ich da auch gerne drüber. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man einfach, wenn man versucht, der Vollkommenheit hinterher zu rennen, auch einfach irgendwie unglücklich wird. Und das manchmal einfach sehr gut tut, aufzugeben. Vielleicht einen falschen Traum aufzugeben oder einem Ideal, das unrealistisch ist, hinterher zu rennen oder irgendwelche Träume, die einem von irgendwelchen Industrierichtungen irgendwie in den Kopf gepflanzt worden sind, aufzugeben, für Vorstellungen von dem, was Happiness ist. Wir kriegen ja auch, werden ständig mit irgendwelchen Botschaften vollgeballert, was irgendwie Glück ist. Und das ist wirklich ganz unterschiedlich, ob das jetzt ein Mobilfunkunternehmen ist oder die Lufthansa. Die haben alle ein anderes Glückskonzept für uns. Oder auch wirklich, und jetzt, das klingt so offensichtlich falsch, aber es gibt halt auch ganz viele Mischverhältnisse irgendwie oder ganz viele Mischformen davon. Es begegnet uns an vielen Stellen, egal ob das jetzt um Sexualität, Lifestyle, was weiß ich, um alles geht. Um Vorstellungen anderer Menschen. Ich will noch mal einen Schritt zurückgehen. Als du über Niederlagen gesprochen hast, das fand ich ganz spannend. Woraus hast du denn bisher so am meisten gelernt? Was war vielleicht so die größte Niederlage? Ich hatte auf jeden Fall hart an Coolness-Komplexen zu knabbern, weil ich eigentlich immer ein Vogel war. Und ich finde, Vogelsein war überhaupt nicht schlimm, solange man nicht merkte, dass man einer ist. Aber wenn man in der Schule mit anderen Kindern zusammengeschmissen wird, die alle eine andere Auffassung davon haben, was normal oder unnormal ist, dann fällt es einem auf einmal auf und dann stört es einen auf einmal oder wird zumindest schmerzhaft oder irgendwie sowas. Und deswegen denke ich auch immer, wir sollten eigentlich so spät wie möglich mit diesen scheiß Social-Media-Geschichten irgendwie konfrontiert werden, weil
das, glaube ich, ganz schön viel kaputt machen kann. Ja, und man sich vergleicht so viel, sich die ganze Zeit. Ja. Es hat so viel damit zu tun, nicht wer man ist, sondern was andere denken, wer man ist. Und ich wünsche mir nicht, dass sich meine Kinder später mal irgendwie am meisten über das definieren, was andere Leute über sie denken. Was ich dann noch so gedacht habe, das bringt uns auch wieder so ein bisschen zu diesem Kaputten. Die komplette oder vollendete, das vollendete Kaputtsein ist ja eigentlich am Ende der Tod oder das Sterben. Da habe ich so, wenn einem aus dem nächsten Umfeld irgendwie liebe Leute sterben, so, das hat mich immer ganz krass geprägt. Ich meine, musst du sagen, ob du darüber sprechen willst, aber als dein Vater gestorben ist, hast du ja auch so ein halbes Jahr lang irgendwie in einem Wohnwagen gewohnt, um da zu sein. Würde ich sagen. Ich glaube, die Begegnung mit Geburt oder mit Tod gleichermaßen prägt einen immer doll. Das Erste, was mir einfällt, wenn ich daran denke, ist eigentlich, dass man die Kleinigkeiten irgendwie, weil ehrlich gesagt, das sind so, so Spruchkartenweisheiten. So. Aber manchmal die muss man halt einfach dann erfahren und dann weiß man, warum sie so sie ganz gibt. Ja. So. Ja. Dann denkt man, okay, den Scheiß hast du schon mal irgendwo sehr kitschig, irgendwo glitzernd im Internet gesehen, so, aber dann geht so halt etwas, was man vielleicht vorher mit dem Kopf gewusst hat, in so ein Bauchgefühl über. Aber ja, da, tatsächlich, so Kleinigkeiten waren immer das, was mir dann einfiel, wenn ich an den Tod meines Vaters dachte oder wenn ich das tue. Dass das Leben sich nicht also zu 99% auf einer banalen Basis irgendwie stattfindet und nicht in den großen, der großen Erfüllung, den großen Träumen und dem großen Vorhaben, was man so hat. Dein Album ist jetzt seit ein paar Tagen draußen. Universum regelt, heißt das. Hast du einen Lieblingssong auf dem Album, habe ich mich gefragt. Ich mag auf jeden Fall keine von den Quarterbacks sehr gerne, weil das Thema mal abgehakt werden musste, irgendwie bewältigt werden musste, irgendwie Niederlagen in Sieg umwandeln, hatten wir ja eben schon. Und weil ich den Drop dann von Ben auch gerne mag. Und ich finde, es ist auch irgendwie so der poppigste Song, den ich Ben Basazian mehr jemals habe machen hören. Und finde, der hat halt trotzdem seine Realness und ist trotzdem sehr poppig. Und das mag ich gerne. Ey, ich wollte sowas wie Ich wünsche, du wärst voll unbedingt mal machen. Etwas, was in den 60er Jahren angelehnt ist, aber das dann doch nicht irgendwie ganz ausartikuliert musikalisch, sondern es irgendwie nur anreißt und sowas. Das fand ich mal wichtig, auch für deutsche Popmusik. Das wollte ich machen. Und wenn du mich nach meinem All-Time-Favorite von mir selber fragst, dann würde ich sagen, so Taximann Niemand waren tatsächlich meine Lieblinge. Eine lange Zeit lang vielleicht sogar immer noch. Und mal gucken, ob mir so einer noch mal rauspurzelt. Aber ich bin mir relativ sicher, früher oder später. Davon gehe ich aus. Man weiß noch nicht wann. Bevor wir gleich vielleicht noch weiter labern. Wo willst du denn hin? Gibt es so eine Vision? Also irgendwie passiert gerade so viel. Wir haben zum Beispiel jetzt vorgestern, oder wann war das? Ey, keine Ahnung. Auf jeden Fall innerhalb von irgendwie 48 Stunden haben wir 3000 Tickets verkauft und das fand ich irgendwie gestört viel. Sau viel. Sicher gibt es das nochmal bei anderen Künstlern in anderen Dimensionen, aber ich war völlig baff und wenn man das dann kriegt, dann will man auch irgendwie mehr, also im Sinne der Musik auch, weil ich mir denke, größere Hallen, größere Anlagen, einfach mehr Bums, mehr 808 Punch und so weiter, das macht dann Bock und dann wachsen auch dann so ein bisschen die Träume. Und auf der anderen Seite konnte ich mir nie vorstellen, dass es jemals irgendwie mehr als so ein Geheimtipp wird oder irgendjemanden interessiert und war auch damit wirklich cool, weil ich mir immer gedacht habe, okay, wenn ich irgendwie so halbwegs davon leben kann, soll mir das erstmal reichen. Und wenn ich das dann einfach mag, was ich mache und wo der Rest der Kohle herkommt, muss man dann halt gucken. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass es richtig groß wird, weil ich einfach auch keine Angst habe, Popsongs zu singen. Und Popsongs mögen ja Menschen. Deswegen heißen sie so. Eine Frage, die ich sehr gerne stelle, die auch bei mir im Freundeskreis gerne gestellt wird, ist, was ist dein Song des Lebens? Es gibt nur einen Song des Lebens. Ich brauche bestimmt eine Woche, um die Frage zu beantworten. Aber der erste, der mir einfällt, fängt an mit I paid my dues. Es fängt sofort an. Die fand ich einfach so überwältigend als Kind. Der hat so meinen ganzen Bock auf Musik damals irgendwie so in einem Song so zusammengedrückt. Aber ich finde, das ist ein sehr guter Take, der Song. Das ist auch, meistens ist es immer der erste. Man darf da auch nicht zu lange drüber nachdenken. Ja, aber es gibt schon überwältigende Songs, die von anderen Menschen noch geschrieben wurden.
also wenn es irgendwie so einen Song gäbe, den ich auf meiner Beerdigung hätte jetzt am liebsten laufen, den ich mir ausgedacht hätte. If you wanna sing out, finde ich so geil. Das ist aber auch wahrscheinlich die Aussage eines Lehrersohns, weil das so ein bisschen so irgendwie so, du kannst sein, was du möchtest, wieder so erklärbärmäßig. Aber ich feiere es auf jeden Fall richtig doll. Das ist ein Song, der wahnsinnig viel Wahrheit hat. The Long and Winding Road von Paul McCartney finde ich auch unglaublich berührend. Ich glaube, ich würde Love Will Tear Us Apart spielen auf meiner Beerdigung. Love, love will tear us apart again. Geile Baritonstimme. Don't look back in anger. Das sind auch einfach die Classics. Ich bin auch am Ende. Das sind immer die Classics. Na, aber das sind ja natürlich auch deswegen Classics geworden. Ja, voll. Es ist ziemlich kalt. Ich glaube, ich spiele doch kein Lied. Kein Lied. Gummo. Gummo. Das war eine kurze Nacht, muss ich sagen. Es stürmt heute. Aber nichts von dem, was ich befürchtet habe, Wetter-wise ist eingetreten. Ich habe weder gefroren, noch hat uns jetzt die Sonne gebrutzelt. Das ist gut, aber man kann mal einen kleinen Schwenk darüber machen. Da sind so abgebrochene Bäume, die wir jetzt erst sehen. Zum Glück ist das nicht passiert. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir uns heute Nacht nicht irgendwie Sorgen gemacht haben, dass Bäume umfallen. Ich habe das nämlich tatsächlich gehabt. Ich habe mir gedacht, naja, seht es euch an. Völliger Wahnsinn. Es ist völliger Wahnsinn. Das Leben am Limit ist das Ganze hier mit diffus. Es ist hier mitten in der Natur. Das ist Abenteuercamping at its best. Es werden Zähne geputzt. So ist die halt in der Natur halt. Die ist halt auch nicht immer perfekt. Mhm. Geil, das ist ein richtiges Segel.